Weihnachten im Waldhotel Kreuztanne. Weihnachten 2020. Dieses Jahr anders, nicht nur in der Kreuztanne, nicht nur in unserem Erzgebirge, sondern im gesamten Land. Leider müssen wir in diesem Jahr auf Sie als unsere Freunde und Gäste verzichten. Aber ich verspreche Ihnen, wir freuen uns jetzt schon darauf, Sie im kommenden Jahr wieder im Weihnachtsland, dem Erzgebirge, begrüßen zu dürfen. Das Weihnachtsland Erzgebirge ist voll von Traditionen, so auch am Heiligen Abend. Am Heiligen Abend wird traditionell das erzgebirgische Neinerla gekocht und gegessen. Wir in der Kreuztanne zelebrieren diese Tradition. Natürlich steht jede dieser neuen Speisen unter einem besonderen Motto, hat einen besonderen Sinn. Es gibt eine Linsensuppe. Die soll dafür sorgen, dass im kommenden Jahr genügend Geld im Haushalt ist. Es gibt Matjes. Das steht für neues Leben und Fruchtbarkeit. Es gibt rote Beete. Rote Beete bringen Schönheit und rote Wangen. Bratwurst und Gänsekeule dienen dem Erhalt von Herzlichkeit, Kraft und Glück. Sauerkraut soll einem das Leben nicht sauer werden lassen. Klöße und Kartoffeln sind wie die Taler und dürfen beim Essen nicht gezählt werden. Bratapfel, mit Rosinen und Mandeln gefüllt, zeigt die Freude am Leben. Semmelmilch mit vielen Nüssen ist von der Familie nur mit einem Löffel zu essen. So wird der Zusammenhalt in der Familie gestärkt. Brot und Salz befinden sich die ganze Zeit über auf dem Tisch. Damit bleibt der Segen im Haus. Und diesen Segen wünsche ich den Freunden und Gästen der Kreuztanne über die Weihnachtszeit und für das gesamte kommende Jahr auf ein baldiges Wiedersehen. Nun möchte ich Sie mit in die Küche nehmen, um Ihnen zu zeigen, wie wir hier traditionell das Neinerla zubereiten. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de